Nur mal so, also, ne. Na? Was ist, wenn du mir letztes reingetan hast? Moment, was ich Guten letztes, Morgen. als letztes, diese Tropfen waren, glaube ich, ich glaube, das sind Harz. Wieso blockiert der was unsere Truhe? Was? Ja, da Wo? hat sich hier so ein kleiner Sprössling gebaut. Ja, es ist Harz. Nein! Nicht essen, es schmeckt auer. Hast du schon probiert? Es steht Wir da. haben ja schon wieder Post. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Ja, klar. Wie wär's, wenn wir die Brücke reparieren? Können wir das schon? Ja, wir haben genug. Oh ja, dann machen wir das. Ich hole nur meine Sachen. Vor dem Schwert? Das ist meine Angel. Und das, was ich da reingepackt habe, das sind Köder. Köder für meine Angel. Okay. Spitzenwicht. Okay. Ab dafür. Auf zum Strand. Juhu. Tag am Strand. Du hast ja schon den perfekten Boot dafür. Der Zauberer ist Reggie Gandalf und er geht dahin, wo der Hanf blüht. Das Gefühl hatte ich auch. Schmeckt Genau das. es. Was? Nein, vor dem Schwert in der Kiste. Ey. Dann habe ich da jetzt gerade keine Ahnung. Geht's? Ich habe jetzt keine Lust zurückzugehen. Yay, Strand! Oh Gott, Tintstand. Ist hier irgendwo. Eine Muschel. So, hier rechts. Hier ist ein Fragezeichen. 300 Stück Holz benutzt, um die Brücke zu reparieren. Yes. Dong, dong, dong. Bei mir passiert gar nichts. Ah, Du gehst Brücke. einfach über Wasser gerade bei mir. Ich komme nicht Echt jetzt? rüber. Ja. Dann reload mal für dich das Gebiet Ja. vielleicht. Oh shit, die haben Seeigel gefunden. Und eine Koralle. Und eine Muschel. Und eine Muschel. Da scheint hier so eine Art. Ich Ja, komme fast rüber. schon. Ja, da muss das bei dir wahrscheinlich laden. Ja. Das wäre ja auch blöd, wenn wir das beide machen müssten, irgendwie. Hier sind Korallen und all so ein Zeug. Und hier ist noch ein Steg. Ein Steg. Für Ein gutes nicht. Steg. Ich könnte hier angeln, aber ich könnte auch erstmal zu unserem Fischhandy gehen und die Schon lange kein ganzen. Steg mehr gegessen. Ja, kannst du machen. Das soll 300 Holz wert sein. Na, wir können jetzt hier immer rüber. Weiß, was her noch kommt. Ja, vielleicht kommt ja noch was. Außerdem, mal gucken, für wie viel ich jetzt so Seeigel kaufen kann. Mal davon abgesehen, über Hast du die alle Holz ist. mitgenommen? Hä? Hast du die alle mitgenommen? Yes. Okay. Weil ich habe gar keinen gesehen, deswegen. So. 60 dafür, Segel 160 und für zwei Korallen auch 160 und für die Muscheln pro Stück 15. Es ist gutes Geld, und wenn das da einfach nach jeder Nacht einfach rumliegt. Ja, können wir machen. Also von daher. Forellensuppe hat er auch im Angebot, Lege sie gell? ins Wasser, setze einen Köder hinein und schaue am nächsten Tag, ob du irgendwas gefangen hast. Funktionieren Flüsse, Seen und Ozean. Ja, aber warte mal, Krabben-Dings kann ich doch selber bauen. Da habe ich noch ein Rezept für. Hier, da brauche ich aber auch Eisenbahn für. Und Eisenbahn sind. Hui. Hui. Könnte ich mir kaufen, aber. Why? Habe ich jetzt immer noch nicht mit allen geredet? Scheinbar nicht. Wir müssen angeln Da hier. ist ein Hase. Müssen die Haushaltskasse aufbessern. Ja, müssen wir. Müssma. Kauf das nicht. Was? Ja, ich meine Güte. Jesus. Du stirbst, wenn du das kaufst. Ja, so wie das jetzt gerade gesagt wurde, habe ich das Gefühl, irgendwie Zombie-Virus wird freigesetzt, wenn ich das kaufen würde. Oh, das würde ich gern sehen. Ich meine, ich weiß, dass ich den Scheiß selber herstellen kann, deswegen habe ich es auch nicht gekauft. Nach dem Motto, das nächste Raccoon City bricht aus, sobald ich hier diese Ja, fucking Krabbenschleuse natürlich. kaufe. Natürlich, immer. Weißt du, alles, was ich möchte, ist ein schönes Krabbenbrötchen. Du hast den Und Erfolg Fischer erhalten. ja, also es ist sogar ein richtiges Achievement auf Steam, wie cool. Ah, das
Du bist ein richtiger Fischer. Wundert's? Ja. Ich mach literally die ganze Zeit meistens nichts anderes. Es ist so, das ist so mein Talent hier in dem Spiel bislang. Ja, aber super. Deswegen ich meine, das auch bringt das mit ja auch ganz Wasser gut genommen. Geld. Du, ich hätte auch kein Problem gehabt, jetzt irgendwie hier ganze irgendwo schieren. Ja, das und ist super. Da kann jeder seine Talente einbringen. Eine gefrorene Geode? 2 Stück davon. Aha. Okay, noch hat der Schmied ja auf. Ich gehe da mal schnell hin. Ich schmeiß mal noch die letzten Samen rein. Ich hoffe, das klappt noch, dass die was werden. Check mal noch die Snelly Fische hier. Aber sollte eigentlich noch gehen. Uppa. Bingo. Money. Money. We do the money. Money, money, money. Money, money, money. Genau. Gefrorene Geode, ist das. Na, ich wäre mehr der Farmer-Typ. Ja, siehst du, das unterscheidet uns jetzt, weil ich bin eher so der Typ. Ich bin mehr so dieser. Ja, ich gehe fischen. Fischi, fischi. Möchtest du Kohle? Ja, fand sie bestimmt super. So. Oh. Ich mache mich bei den Leuten immer beliebt, indem ich den Leuten Steine und Kohle schenke. Ja, ich auch. Manche freuen sich. Oh, unsere Erdbeeren hat die blöde Krähe kaputt gemacht. Oh, dieses Mistvieh. Wir brauchen hier unten auch noch eine Vogelscheuche. Die hat Geld gekostet, du Mistviech. Voll viel Geld. Ah. Oh, was ist das denn? Ozeanstein. Unten, was ist das? Was tut das? Ein Schiefer. Mineral. Okay, gucken wir mal bei Gunther. Der Gunther. Sondern weil man 3 Kramer Zentrum für eins der Bündel bekommt. Was? Kramer 3 Kramer Gemeinde Zentrum. Aha, ich habe nur leider keine Ahnung, was Bündel sind. Bündel? Ja. Was für Bündel? I have no idea. Okay, Bündel ist halt viel zusammengebunden. Und so. Hallo Bieraffe. Museum. Oh, das finde ich gut, Bieraffe. Bieraffe finde ich nicht so toll. Hier liegt ein... Immer noch niedlich. It's still cute though. Blumen aufsammeln, die man manchmal finden kann und diese kann man dann verschenken. Ach so, ich kann Blumen verschenken. Cool. Das ist cool. Oh, ich habe noch 9 Pastinaken. Die muss ich jetzt irgendwie noch loswerden. Ist sie. Die Samen? Jo. Okay, wenn mir dann nicht schlecht wird. Wächst dann in mir eine Pastinake? Jo, willst du Kohle? Du verstehst es wirklich nicht, oder? Alter, Jesus. Komm mal von deinem Emo-Trip runter. Keiner versteht mich. Elliot, hey, großer Idee, kann ja kommen, wenn er... ...ist so überstanden, wissen. Brauchst du ein Brett? Ich bin ein großer Fan davon. Das ist mir doch schon, dass ich ein Fan davon bist, Alter. Ich geb dir Holz. Holz? Holz ist ein Multi-Tool. Ja, immer. Und, Alter, weißt du, ich wäre froh, wenn man mir Holz schenken würde. Ja, Holz ist super. Ja, eben. Meine Güte, du kannst so viel damit machen. Ich will aber auch mal jetzt gucken, was ist in dem Salon. Da war ich jetzt auch noch nicht. Bieraffe ist traurig, dass du ihn nicht magst, aber es ist eh viel schöner, dass ich ihn mag. Schau. Es liegt an dem Wort Affe. Ich mag aber Affen auch nicht so. Nothing personal, Kid. Ich weiß ich nicht. Ich bin irgendwie nicht so auf Affen. Aber das Bier fand ich halt gut, ne? Das hat's rausgerissen. Das muss ich jetzt hier durchziehen. Ich will auch noch Bier brauen nachher. Ah, hier sind die Arcades. Obwohl ein Bier trinkender Affe auch irgendwie witzig wäre. Durchaus. Blumen kommen besser an als Steine. Ja, das glaube ich dir sogar. Ach, das sind Fässer. Könnte ich tatsächlich mal versuchen mit den Blumen. Oh
Oh mein Gott, ich kann wirklich... Aber freuen sich Männer nicht mehr über Steine als über Blumen, mal ganz ehrlich? Nee. Nicht? Und ein Ball? Sehen wir aus wie Hunde? Weiß nicht. Manche wahrscheinlich schon. Bringt diese Arcade Games hier was? Nee, aber sie sind lustig. Thunder! Thunder! Oh geil, ich bin super Zombie Lord. Strike like crap. Ich hab so viel Quatsch. Ach so, das mache ich noch weg. Ah? Spitzhacke? Shotgun! Shotgun! Sehr hübsch. Oh, das ist doch schön, was ich da gemacht habe. Da kann man nix sagen. Gar nix kann man da sagen. Gar nix. Zaun. Achso, die wollte ich ja noch behalten. Ah, fuck. Ach komm, mach mal noch ein Tor. Einfach, weil ich's kann. Einfach, weil ich's kann. Männer freuen sich über eine Cola. Ah, nee, das glaube ich kannst du nicht verallgemeinern. Das kannst du nicht, ich wollte gerade sagen, das kannst du nicht verallgemeinern. Das kannst du bei einem Ball eher. Wow. Das kommt auf die Blumen an. Ah, okay. Ach, also wenn ich jetzt Rosen nehme, die sind ja so schön stachelig, dann ist es eine männlichere Blume, oder? Also ein Veilchen. Ich bin müde, ich sollte ins Bett gehen. Nee, was Lea mag, ist nicht mal so... Abigail halt, ne? Abigail ist es, die Abigail. Wenn schon, denn schon. Pfui Cola, siehst du? Bier auf einmal keine Cola. Vor allem diese ganze, diese Arcade Games einfach. Du bist auf einmal ein Zombie McCree. Und Bälle sind auch blöd. Ach man. Lea mag keine Eiscreme. Ich hab ja nicht mal Eiscreme. Wo kriegt man denn Eiscreme her? Hallo Hamster. Also okay. Das ist schon spät, Jesus. Boah. Ich bin schon im Bett, ja. Ich warte schon. Ich wäre schon fast umgefallen hier. Ich habe noch voll Energie fast. Ich hing die ganze Zeit in der Arcade. Ich habe die ganze Zeit in der Arcade gegammelt. Sehr gut. Oh ja, es wird spät. Ich bin ja schon auf dem Weg, Chef. Ja, komm. So, warte, ich pack nur noch kurz mein Holz weg. Holzi, okay. Holzi, Holz. Was? Okay. Okay, Bett. Time for bed. Yes. Eiscreme kann man später, glaube ich, selbst herstellen. Okay. Sammeln Stufe 2. Plus 1 Axteffektiv. Ich kann Überlebensburger für uns machen. Überlebensburger. Oh, wie geil. Na, ich weiß, was Abigail mag. Nur das Problem ist, ich finde sie immer nicht. Das ist das Problem. Cool. Steht das nicht auf der Karte, wo sie ist? Doch, ich weiß, wo sie wohnt. Oder kann ich hier irgendwo nachgucken, wo gewisse Personen sind? Nee, aber du kannst jetzt hier nach Hause gehen, ja. Hallo. Ja, eben. Hi. Oh, wir haben Post. Die Post. Weil wir haben, da ist noch hier, neben der Abenteuergilde ist noch ein unbekannter Ort. Ich gehe da mal hin, ich gehe mal ein bisschen erkunden. Oh, wir können unser Haus vergrößern lassen, wenn wir möchten. Mit einer Küche. Ich will eine Küche. Wie teuer? Wir sollen zum Schreiner gehen, der sagt uns das dann. Robin ist der Schreiner. Dann geh du mal sonst zum Schreiner. Sag mal, guck mal, was der meint. Wenn ich die Abigail sehe, sage ich dir Bescheid. Yay. Lachsbeere. Das ist so die Bären eines Nordes.
Weißt du, einfach eine Lachsbeere. Machst du Lapskaus draus. Lecker. Eisenbahn. Nee, Eisenbahn. Eisenbahn habe ich nicht. Was ist mit dir? Hey, gut genug übertraut. Tut mir leid. Want some Lauch? Okay, er mag Lauch. Ich hab mit Lauch also was Gutes getan. Oh, mehr Lachsbären. Ist der denn jetzt so pur? Scheinbar. Dann tust du dir nachher wahrscheinlich nichts Gutes, wenn du bei ihm stehen bleibst. Ich glaube auch. So, mal, das ist jetzt hier die Abenteurergilde. Verschlossen. 14 bis 22? Meine. Die Zeiten sind so gut. Alter, was ist das denn hier? Dry Land mit einer kaputten Brücke, wo ich nicht reparieren kann. Ja, die kann ich nicht reparieren, das ist nichts. Komisch. Vielleicht nachher mal die Abenteurergilde fragen. Ja. Was die davon denken. Kein Wasser. Na gut, gehen wir ein bisschen angeln. Wenn wir sowieso warten müssen, bis die Abenteuergilde aufmacht. Hoppala. So, perfekt. Was wollte ich jetzt machen? Ah, einmal hier das Zeug verkaufen. Online gibt es eine Liste mit den Tagesabläufen. Ah. Und dann muss ich zu Robin. Oder zu dem Robin? Ich weiß nicht. Schmied, Friedhof. Klar hole ich mir die Schätze, wenn ich schon am Angeln bin. Most valuable shit. Zwergwels? Eine Geode und eine gefrorene Träne? Cool, direkt was fürs Museum? Cool. Eine gefrorene Träne. Hä, wo ist denn... Wo ist denn Robin? Im Hood. Aber wo? Schmied, ja. Bürgermeister? Hui! Kaulbash! Das ist echt schlimm. Angeln macht so viel Spaß einfach. Wow. Ich finde es total schwierig, dass man da wirklich in diesem Kästchen bleibt. Ja, bei manchen Fischen ist das ein bisschen tricky, aber ich kriege so langsam den Dreh raus. Okay. Kaufe Hering zum doppelten Marktpreis. Bitte direkt zu mir liefern. Harvey. Was braucht er? Hering. Hering? Einen Hering möchte er. Ein Hering möchte der Herr? Ja, der Hering. Ja, warte, ich guck gleich mal. Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich glatt zum Ballspielen einladen. Schon okay, ich schaue einfach aus der Ferne zu. Oder ich will mit dir Ball spielen, oder? Sauer? Was soll das bitte heißen? Was soll das denn? Ich will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ich hab dich wohl unterschätzt. Ja, ich kann Ball spielen. Wow. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Wer ist hier das Mädchen, Alex? Wer ist hier das Mädchen? Oh, fuck. Okay, meine Angel geht noch nicht weit genug. Dann leg dich doch jetzt hin, Verbalos, bevor du mir hier umkippst. Heik! Ah, lass mich raten, da wo es blubbert, wenn ich da angel, da gibt's die richtig geilen Fische. Wahrscheinlich, ja. Da sind die Feen drin. Höchstwahrscheinlich, aber da, so weit geht meine Angelroute noch gar nicht. Wahrscheinlich brauche ich dann eine noch bessere für. Ich angel hier auf jeden Fall weniger Trash als bei uns in der Nähe. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Schreinerladen. Ach, der ist bei dir oben. Boah, ein Karpfen mit 94 Zentimetern. Jesus. Ui, cool. Schmeiß weg den Lauch. Wer braucht schon Lauch, right? Hab ich mit der schon geredet? Schmetterlinge. Okay, super. Ich kaufe jetzt keine Samen mehr, weil bald der Sommer beginnt und ich glaube, ich kann jetzt nichts mehr pflanzen. Sommer, also perfekte Angelzeit! Ja!
Oh Gott, was machst du bloß im Winter, hey? Ja, dann bin ich arbeitslos. Da weinst du. Kann ich Eis angeln? Das wäre so cool. Forellenbarsch! Oh, ist aber auch ein Elitefisch. Ich hau mal den. Ja, gut, haben wir halt den einen Fisch in die Tonne. Macht jetzt gerade mal nix und dafür haben wir Elitefische. Da war schon wieder so ein kleiner Apfel. Das Handwerksraum, Äpfel, Belohnung, Brückenreparatur. Gil, haben wir, wenn du das sagen kannst, Kind. Hm? Ziele für Monsterjagd. Hilf uns bei Tal sicher zu machen. 1000 Schleime von 2. Wir haben 22. Oh mein Gott, wir müssen denen jetzt wirklich Opfergaben bringen. Und dann kriegen wir Zeug. Sneakers. Cool. Also offenbar können wir hier in der Abenteuergilde auch noch Zeug kaufen. Wir brauchen einen wilden Meerrettich, Narzisse, Lauch und Löwenzahn als Opfergabe, ja? Ja, super, Lauch habe ich gerade weggeschmissen. Das kannst du doch nie machen. Das wollen doch die kleinen Äpfelchen haben. Wo soll ich denn wissen, dass die kleinen Äpfelchen... Die sind kleine Äpfelchen, weil diskutiere ich da überhaupt? Kleine Äpfelchen, die wollen Lauch. Kleine Äpfelchen, ich glaube, es knackt. Ach, guck mal, Lauch. Hier, ich hab Lauch. Oh, also, cool. Wenn du, im Gemeinschaftszentrum opfern. Ja, ich habe aber gerade keinen Platz. Achso. Warte mal, ich schmeiß mal die Fummelbeeren. Oder willst du den kurz holen? Ja, gleich. Ich kann einen Hühnerstall kaufen. Cool. Weil ich kriege hier gerade noch mehr Fummelbeeren. Fummelbeeren? Ja, Lachsbeeren halt. Aber hier ist halt, hier findest du Lachs, Lauch. Cool. Dann komme ich gleich. Oh, eine Mühle. Oh mein Gott, wir können so viel Zeug kaufen. Das Schlimme ist immer, wenn ich denke, das Spiel hat nichts mehr zu melden. Dann kommt auf einmal ganz viel. Dann hast du noch mehr, was du machen kannst. Und auf einmal... Oh ja, weißt du, wo ich bin? Ich bin hier so nahe der Mine, so ein bisschen. Ja, ich ein Schleimstall züchte bis zu 20 Schleime. Ja, wow, jetzt wird es ja noch Schleim-Rancher. Fülle die Wassertroge und die Schleime werden Schleimbälle produzieren. Und dann? Ah ja, dann bist du schleimig, würde ich sagen. Schleimspur hat eine ganz andere Bedeutung. Jetzt ist die einfach weggegangen. Ah! Der Apfel oder was? Nein, die Robin. Ich wollte auch noch mehr mit der reden. Und die ist einfach mitten in der Unterhaltung weggegangen. Die ist hier bei mir. Hä? Die ist jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Und da oben ist der Lauch. Da. Ah, cool. Den hole ich mir gleich. Na, die hat wohl jetzt Feierabend, ha? Huh? Was will er damit sagen? An welchen Pflanzen hat er denn Interesse? Eine Menge interessanter Pflanzen an deinem Hof. Ciao, Stamm. Oh. Ciao, Stamm. Ne, warte, hier bin ich jetzt falsch. Wo bin ich? Nee. Hier müssen wir das jetzt opfern. Ja, warte mal, das will mir nicht entgehen lassen. Das Opfern? Aber da fehlen noch ein paar Sachen. Da wird wahrscheinlich noch gar nichts passieren. Narzisse und der kleine Apfel. Ja gut, zum Dings kann ich jetzt heute sowieso nicht mehr. Das hab ich. Narzisse und Löwenzahn. Keine Ahnung. Okay. Belohnung Brückenreparatur. Hast du nicht irgendwas von der Brücke gesagt? Ja. Oh. Da bei der Dings hier. Die wird dann wohl repariert, wenn wir das hier alles geopfert haben. Tja, das kann dauern. Das kann echt dauern. Moment, Belohnung jetzt hier bei den... Bei den kleinen Äpfeln. Achso. Machen die das für uns? Die machen das für uns. Minenarbeiter im Winter, das könnte ich auch machen. Einfach im Winter in die Mine gehen. Und dann mich mit Monstern bashen. Stimmt. Machst du im Sommer Angeln und im Winter Minen. Ach, die Bären behalte ich mal. Angeln und Minen. Oh, ich muss ins Bett. Aber ja, ich bin noch so fit. Ich auch, ich habe fast noch volle Energie. Ja.
Ich klopp ein paar Steine in der Zeit, die hier in meinem Garten rumstehen. Ich hau auch noch ein paar Bäume um. Warum so, eigentlich sieht nicht? Sieht schrecklich aus. Ha, dann muss ich halt morgen nochmal zu der Robin. Mei, oh mei. Weiß nicht, wie sieht das bei mir eigentlich aus? Oder, hä? Ach so. Kann ich da nicht... Kann ich nicht irgendwie nachgucken, was... Was nachgucken? Achso, nee, ich guck gerade bei dem sozialen Tab, ob ich da irgendwas mitmachen kann. Achso. Aber kann man nicht. Ob man da irgendwie gucken kann, was, wer, wieso. Nee, da steht, glaube ich, echt nur, wem du schon ein Geschenk gemacht hast. Was ihm tatsächlich gefallen hat. Ja. Wo die Person nicht gesagt hat, boah. Wie langweilig. Was ist das denn für ein Scheiß? Was soll ich denn mit dem Stein? So, und das hier bringe ich morgen zur Dings. Okay, Zeit für die Haie. Ich bin auch gleich da. Was? Kann man auch... Man kann auch mal ein Mädchen für 5000 Gold kaufen. Alter. Ins Bett gehen, ja. 5000 Gold. Alter, Mad Cash. Wenn du Mad Cash über hast, ja. Ui, neues Herstellungsrezept. Bienenhaus. Wir können Honig machen. Oh, geil, Bienen. Ja, die stelle ich ganz weit weg auf. Ja, ich wollte gerade sagen, stell sie dazu zu Großvaters Schrein. Ja. Mit dem, zeig dem Arsch, was wir davon halten. Blöder Penner. Perfekt. Okay.